So, da sind wir auch wieder auf dem Weg in die alte Mine, um die Liste abzuholen, die wir dann im neuen Lager Lester geben werden, um bei den Banditen aufgenommen zu werden. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Sehr dunkel hier drin. Und ein Ladebildschirm. Der erste. Neben dem Laden von Speicherständen. Gruselig. Drake. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Minecrawler. Die Dinger sind echt ätzend. Besonders im dritten Teil. Spieler, die das gespielt haben, wissen es. Wenn sie mal nicht den letzten Patch, glaube ich, drauf hat und so, können die Viecher echt heftig sein. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ach, dann machen wir mal eine Geschichtsstunde. Hier, trink einen auf mein Wohl. Wie dreist. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Ja. Wir sehen uns. Also ich muss sagen, also bei manchen Spielen ist es ja so, dass die die bla 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 bla. Nee, dass die Synchronsprecher meistens in älteren Spielen, so wie das hier, eigentlich übelst gut sind. Und dann gibt es halt Spiele, wo die einfach motivationslos einfach halt den Text ablesen. So. Also. Das ist eigentlich auch genauso wie bei halt Übersetzungen von Filmen und so. Also ich finde, man sollte da schon ein bisschen mit dem nötigen Ernst, aber halt auch sich in die Sache hineinfühlen. Ne? Wisst ihr. Dass man das nicht einfach so einfach durchliest, sondern halt auch schon Sinn dahinter versteht, Emotionen preisgibt und so. Was laber ich hier eigentlich gerade für eine Scheiße? Ja. Na, sprechen wir mal mit Santino. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Bolzen? Wasser, Bier. Dietriche haben wir noch fünf. Ich hätte gedacht, wir hätten weniger. Templer. In der Mine muss man vorsichtig sein. Eine falsche Bewegung, man ist tot. Nicht von irgendwelchen Viechern. Nein. Man fällt sehr tief hier. Und dann ist so mein Geschehen. Ach, überall die Pilze jetzt hier aufsammeln. Was kann man hier so gut verkaufen? Mal das noch einer, ey. Ja. So, mit wem mussten wir reden? Ian, oder wie der Typ hieß? Naja. Zack. Das geht alles noch, alles im Toleranzbereich. Warum muss denn der so weit unten sein? Kann er nicht einfach oben sein? Scheißliste, ey. So. Tok, 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 tok. Yay. Butler. Grimms? Haben wir den nicht schon mal irgendwo gehabt? Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du
Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Das werden wir noch sehen. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ich schreibe mein Schicksal. Irgendwie so. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Bla bla bla. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. So, einfach. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Nö, nö. Hier mal einen Balken nehmen, da einen Balken nehmen und dann passt das. Dann irgendwann in Kapitel 3 oder so bricht ja alles zusammen. Joke. Komm schon. Das ist eine Leiter, die kannst du auch schneller hoch. In 10 Jahren kannst du die Leiter vielleicht so hoch kraxeln. Aber nicht jetzt, Alter. So, hoch, hoch, hoch. Ich will die Liste abgeben. Immer noch die 400... Scheiße, wir haben gar keine 400 Erz. Nein, okay, dann müssen wir... Quatsch, ich nochmal mit dem da oben. Hol ich nochmal sein Erz und... damit wir 400 haben, damit wir die Laris geben können, weil der seine 400 haben will. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Rauchstängel-Zeugs da machen. Bei dir kann ich tauschen? Ja, ja. Ich habe. So, die nehme ich erstmal an, nicht. 50. Nein, ich will keinen scheiß Dietrich. Habe ich selber genug. So, hier kannst du Becher haben. Rasiermesser. Hammer. Zähne. Wir sind erst 16. Das ist toll. Erstmal ein bisschen was hier verticken. Das grobe Schwert behalte ich nochmal vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was auf einen noch zukommt. Ich würde sagen, ich verticke die Pilze. Ich meine, das sind nur Pilze. So. Haben noch irgendwie was? Irgendwas, wovon wir viel haben, das aber irgendwie nicht brauchen. Rohes Fleisch. Ach komm, hau die Bären weg. Ja, komm, eine Erz da. Soll mich jetzt nicht. Soll mich nicht stören. Ich will hier raus. Oh, guck mal. So. Da haben wir noch ein bisschen was. Bloß nicht runterfallen, nicht zu schnell gehen, nicht zu schnell aufsammeln. Sonst liege ich schneller unten, als ich gucken kann. Dann muss ich laden. Oh, eine Spitzhacke. Was man hier alles findet wieder mal. Ich speichere mal, weil Ladebildschirm und ja, Ladebildschirme können
unter anderem sehr gefährlich sein. Das wissen wir ja in jedem Spiel. Dann lädt und dann stürzt das Spiel ab. Bitte lauf weiter, bitte lauf weiter, bitte lauf weiter. Und ich habe gesehen, gerade im Bildschirm, es gibt Reaper. Also gab es die im ersten Teil schon und nicht nur im zweiten Teil Add-on. Okay. Finde ich super. Ach ja, hier ist es immer so karg und tristlos. Alte Lager, alte Mine. Halt. Früher habe ich mich immer gefragt, wozu, warum hier so ein Weg lang führt nach da. Da habe ich mir auch ausgemalt, ja, was könnte da sein und so. Ein Geheimnis von den Entwicklern oder so. Ja, aber da ist nichts. Ich habe mich dann einmal hochgecheatet und so. Und ja, dahinter war einfach Ende der Map. Aber halt solche Wege, die, da lässt sich immer vermuten, ja, da kann noch was kommen. Aber früher war das halt immer mit Add-ons und nicht mit den DLCs, die man sich runterladen musste für Entgelt, nur damit du da irgendwie, was weiß ich, 2 Stunden mehr Spielspaß hast. Da fand ich die Add-ons damals irgendwie viel geiler. Irgendwie, dass du in den Laden gegangen bist, hast dir nochmal irgendwie so ein Add-on geholt dazu und dann konntest du nochmal irgendwie ungefähr die gleiche Spielzeit nochmal spielen, wie das Hauptspiel war. Oder halt, wie es bei Gothic 2 der Fall ist, dass du halt zu der normalen Hauptstory, die wurde erweitert und kannst dann halt mit neuen Gefilden und alles sowas mehr spielen. Sowas fand ich gut, aber dieses mit DLCs, also da bin ich nicht so der Freund von. Tja, ja. Tja, ich weiß noch, ich habe mich damals total gefreut, ey, wie so ein Schneekönig, ey. Als mein Vater dann da ankam, ja, kam nach Hause von der Arbeit, war beim Mediamarkt. Dann Nacht des Raben, boah. Hab ich gestrahlt wie so ein Bub, ey. War schon episch damals, als man sich noch gefreut hat über solche Spiele. Und heute? Ja. Gehst du auf Steam und kaufst sowas für 6 Euro. Ist damals noch 50 oder 45 gekostet hat. Ja. PlayStation 1 war auch mal ganz groß bei uns. Durfte ich immer zugucken, wie mein Vater immer Dings spielt, Resident Evil, Dino Crisis und so. Boah, das waren auch noch richtig geile Games. Ich meine, ich habe sie selber zwar nicht gespielt, aber das zugucken war immer ganz lustig. Vor allem, wenn man dann es dann immer gesehen hat, obwohl er steht drauf, ja, hier ab 16 oder ab 12 und dann, keine Ahnung, ist man erst 8 oder so. Tja. Aber das war uns immer egal. Tja. Du schon wieder. Ach, der denn? Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Toros geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Toros ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, aber vorher soll er mir noch eine Rüstung geben und mich zu den Banditen machen. Und apropos Bandit, ich brauche jetzt erstmal Erz. Weil die 400 will ich dann doch schon aufbringen, weil ich meine, ist mit Sicherheit so ein bisschen Kohle, die man halt brauchen kann. Kann man jetzt eigentlich hier mit denen noch irgendwie quatschen und denen irgendwie einen Stängel andrehen oder so? Ja. Du siehst aus, als wenn du etwas so... Das müssen wir jetzt ungefähr noch 50 Mal machen, damit wir die 50 Stängel da kriegen, damit wir ungefähr 500 Gold kriegen. Da wisst ihr aber auch, was wir uns jetzt hier noch einlassen können und was es in den nächsten Folgen gehen wird. Yay!
Bogen. 10 Lernpunkte. Sorry, Alter, habe ich nicht. Handels. Ich kaufe Fälle. Ja, ja, Fälle wissen wir ja. Das denn? Die Blutfliegen. Naja, Bolzenbogen. Rostige Schwerter. Weintrauben. Oh, bei denen kann man Weintrauben kaufen. Hätte ich das mal damals gewusst. Naja. So. Ich hab nur gerade was ausprobiert. Hä? Also grüne Novize kann man ruhig weggeben. Da kriegt man halt die 10 für. Die kriegt man auch 10. Die kann man dann eigentlich so verticken. Das ist dann egal. Schwarzer Weiser. Nur für 8. Die sollte ich dann wohl auch so verticken. Bei dem. Aber die hier kann ich so verticken. Traumrufer. Aber. Ja. Ich gucke erstmal, was ich so verkaufen kann. Wer weiß, vielleicht braucht man die ja später noch. Obwohl, eigentlich gar nicht. Tränke behalte ich. Ach, hier kommen ein paar Bären. Ist ja nicht so, als würde ich das jetzt brauchen. Ich meine, ich habe so viel Fleisch, ganz ehrlich. Und für die ganzen Kräuter gehe ich einmal in den Wald und hab das wieder. Steinwurzel, Lehm. Bla bla bla, Minecrawler, Reisschnaps. Halte ich mal alles, das hier kann noch weg. Eine Spitzhacke haben wir noch. Haben wir 135, 91 hat er. Ja, okay, komm dann. Drauf geschießen. Hm. Da war jetzt schon 4 Erz. Das heißt, da muss ich irgendwo was wegnehmen. Perfekt. So, dann gib mal dein Erz her. Cool, liege. Yeah, jetzt sind wir wieder reich. Dann können wir ihm das abgeben, kriegen wir Erfahrungspunkte noch für und... Ups. Ja. Bin ja mal gespannt, ob wir dann zum Dieb werden, also Bandit. Hoffe ich zumindest. Müssten wir eigentlich werden. Ah, vorher speichere ich nochmal ab. Abgespeichert hatte ich auf den, hatte ich auf den. Dann speichern wir jetzt mal auf der Reihe ab. So. Lares. Na los, komm, auf zu trinken. Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Ja, 500 Erfahrung, warum nicht, ne? Und dann machen wir natürlich noch das. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir 10 Lernpunkte. Mal gucken, worin wir das investieren. Sind wir Stufe 5. So. Aber ihr wisst ja, jetzt ist es wieder Zeit, die Folge zu beenden. Na, sparen wir jetzt mal auf 4. Den 3. habe ich nur, falls es irgendwie mal zu Komplikationen kommt oder so. Na, wisst schon. Ja, und wie immer gilt, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt ein paar Kommentare dazu. Und so, geht auf meine Fanpage von Facebook. Link ist in der Beschreibung, wie immer. Und ja,
Dann habt einen schönen Tag und macht, was euch gefällt. Tschüss.